Hallo Leute, es geht weiter mit Daylight. Nee, das war ein Vorhang. Ich dachte, sie läuft da vorne. Aber sie ist immer noch da. Und ich kann nichts machen, außer hier in den Ecken gerade. Ich weiß es doch nicht. Ich kann hier nur am Rand lang gehen und das mache ich jetzt mal. Ich gehe einfach mal entlang. Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ja, super. Jetzt ist auch noch mein Leuchtstab weg. Warum können die Leuchtstäbe nicht helfen? Das nervt. Ich laufe hier einfach mal so. Ich habe keine... Kann ich rückwärts in sie reinlaufen? Sie kommt mir voll hinterher, ey. Sie weiß genau, ich kann gerade nichts machen. So, laufe ich jetzt einfach mal so. Da. Noch was. Ich hab eine. Und jetzt weg mit dir. Weg mit dir. Und jetzt ist die Frage, wo lang? Wo ging es lang? Da hinten leuchtet. Komm. War das da hinten nicht? War das nicht hier quer durch den Raum? Scheiße, sie ist wieder da. Wie viel denn noch? Wie oft kommt sie noch? Geht gar nicht. Ohne Signalfackeln schaffe ich das nie im Leben. Ey, wo war der Raum? Sie kommt schon wieder. Sie kommt wieder und sie verschwindet nicht. Und ich muss mal auf meine Karte gucken. Mit meiner Karte schaffe ich das besser. Ich bin doch schon hier ganz in der Nähe. Ich kann das nur nicht so erkennen. Muss ich jetzt geradeaus und dann rechts oder rechts und dann? Oder ist es dieser komische... Ist das da unten? War das überhaupt unten oder war das einmal kurz die Treppe hoch? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Sie stand direkt neben mir. Hätte ich mit dem Kopf kurz an der Wand gestanden, Leute, hätte ich es gerade eben geschafft. Scheiße. Mann, und ich bin so nah dran gewesen. Ich hatte alle 6. Ich laufe einfach mal random, mal gucken, ob das klappt. Boah, komm. Komm ruhig. Jetzt läuft's aber wieder schön flüssig. Ich hab echt Schiss. Also auch wenn ich jetzt so cool rede, aber... Oh Gott. Ich habe immer das Gefühl, sie macht auch wieder die Türen zu. Noch war sie nicht da. Ja, ich habe aber auch noch nicht ein Relikt. Sie kommt halt immer pro Relikt immer mehr an. Ja, je flüssiger das Spiel läuft, desto besser. Das war ein Relikt. Es ist leer. Jetzt geht's auch wieder los, weil ich habe ja eins gefunden. Da leuchtet's. Das ist der Raum, den ich gesucht habe, also unten. Okay, sie kommt. Sie kommt. Ist aber wieder verschwunden. Hier machen wir mal auf. Hallo?
Da steht sie. Oh, wie weit weg sie auch stehen kann, ohne dass, ne? Also. Na gut. Oh, die soll mal wiederkommen, dann kann ich sie gleich nochmal verscheuchen. Ich verballer hier gerade voll die Leuchtfackel, wo auch locker die Leuchtstäbe reichen würden. Das war doch hier, oder nicht? Ich dachte, hier irgendwo war diese Kiste. Hä? Ich dachte, die wäre hier gewesen. Hm. Nee. Doch. Das Tuch geht doch mal weg. Stört. Nee, dann war das doch ganz oben. Ich dachte, das wäre in diesem gewesen. Ich muss ja, weil hier oben sind ja leider auch... Ich muss ja hier nach oben. Ey, wenn das so hakt, dann krieg ich das Kotzen. Tuch, du nervst. Ach, wisst ihr, das ist so ruckelig und das gefällt mir selber so wenig. Und außerdem bringt es ja nichts jetzt, dass ich alle 6 Relikte nochmal suchen muss, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, ich schalte einfach nochmal zu. Aber es war doch hier eine Kiste, ich weiß es doch. Ich habe doch vorhin... Kapiere ich nicht, warum die jetzt nicht mehr da ist. Ja, ich suche einfach wieder alle 6 Relikte zusammen, wenn ich das schaffe, und dann schalte ich wieder zu. Bis gleich. Hallo Leute, und da bin ich wieder. Und ich habe jetzt wieder 6 von 6 Relikten geholt. Und wie ihr seht, ist sie direkt da. Und wie immer stehe ich ohne Fackel da. Und ich dachte, ich schalte einfach mal zu. Ich bin schon vollkommen fertig mit den Nerven. Ich weiß jetzt nicht, ich habe 2 Durchgänge jetzt hinter mir mit Pause zwischendurch, weil so viele Erschrecker dazwischen wieder waren. Und ich bin ja schon mal rückwärts in sie reingegangen. Also das geht nicht, dass ich so. Es heißt ja immer, habe ich schon gelesen, irgendwie, wenn man sie sieht oder wenn sie einen anguckt, dann ist man geliefert. Stimmt ja nicht ganz, dass sobald ich merke, sie ist da und ich gehe in sie rein, das reicht ja auch. Ich guck mal ein bisschen näher, weil ich muss jetzt wieder mit meinen 6 Relikten in diesen Raum runter. Dafür muss ich jetzt aber nach rechts gehen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ohne dass sie mich kriegt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Moment, Moment. Nein, 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 nein. Es ist so laut. Ich geh mal die Lautstärke runter. Weg, weg, geh weg. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Das war richtig scheiße fucking knapp.
Aber ich muss hier lang, oder? Ich gehe einfach mal weiter. Ja, mach die... Ich habe die Tür gar nicht zugemacht. Mach dich doch nicht so selbstständig jetzt hier auch noch. Ich habe... Da ist sie wieder. Steht immer. Oh, sie seht ihr den Nebel? Sie steht immer direkt bei mir. Moment mal. Wo bin ich gerade? Ich muss da irgendwie lang. Ich kann das nur kaum erkennen. Oh Gott, ich gucke schon so nach unten, als ob ich mit ihr laufe. Sie ist direkt bei mir immer. Die werde ich gar nicht mehr los. Ich darf nicht mehr nach oben gucken, dann schaffe ich es vielleicht. Sie will mich natürlich loswerden. Sie will mich nicht dahin lassen. Ich bin aber richtig. Ich muss jetzt nur noch geradeaus gehen. Schön da lang. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit ich für diesen Part noch habe. Ich laufe einfach jetzt weiter geradeaus, da wo sie nicht will, dass ich da lang kann. Das ist super. Ist vielleicht auch kein schlechtes Zeichen, wenn sie hinter mir oder bei mir ist. Dann weiß ich nämlich, da will sie nicht, dass ich lang gehe. Hier ist eine Tür. Gut, was ich hier mache. Hat das jemand schon mal gemacht von euch? Ich muss wieder raufgucken. Ich muss weiter geradeaus. Sie ist wieder weg, aber sie ist... Nochmal gucke ich nicht nach oben. Sie ist immer da. Sie ist immer da. Sie will mich auf keinen Fall dahin lassen, natürlich, damit ich nicht den Fluch breche. Hier komme ich nicht lang. Wo bin ich jetzt falsch gelaufen? Ach, ich muss da vorne nach rechts. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich verzweifle. Ich hatte 6 Relikte und ich habe keine Ahnung, wo ich die überhaupt immer alle finde. Ich laufe nur noch irgendwann immer panisch durch die Gegend mit einer Fackel durch die andere und ich mache um die 10.000 Hexen währenddessen tot. Und am Ende habe ich halt keine Fackel mehr, finde auch keine mehr und muss nur noch... Ja, also so spätestens so bei 5 Relikten geht's halt richtig los, dann ist sie nur noch da. Hätte ich mich jetzt nicht umdrehen müssen, dann hätte es vielleicht geklappt. Aber selbst wenn ich rückwärts gegangen wäre, also sie wäre ja die ganze Zeit da geblieben, die geht ja dann gar nicht mehr weg. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich brauche eine Pause. Es ist 0:51 Uhr. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin völlig angespannt irgendwie nur noch. Und obwohl man die ganze Zeit ja die Hexe immer wieder sieht, kann sie einen trotzdem immer wieder erschrecken. Und man will es halt einfach schaffen irgendwann. Und dann... Obwohl man ja weiß, was kommt, ist es irgendwie trotzdem gruselig für mich. Und deswegen werde ich jetzt mal eine Pause machen und morgen oder so nochmal weiterspielen. Und dann versuche ich das nochmal und schalte wieder zu, falls ich es schaffe. Und dann auf ein neues. Bis gleich! Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Daylight. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt einen Cut gemacht habe, gerade eben sozusagen für euch, oder ob das ein neuer Part gerade wird. Für mich ist es ja auf jeden Fall jetzt ein neuer Abend, den ich das jetzt nochmal versuche. Also es ist jetzt gerade 21.33 Uhr und ich werde jetzt einfach mal mein Bestes geben. Ich habe, wie ihr vielleicht jetzt schon seht, 6 von 6 Relikten mal wieder und ich stehe direkt vor der Tür. Aber ich glaube, es ist nicht die richtige Tür, weil ich muss erstmal in den Siegelraum gehen. Und das ist scheiße. Ja, ich bin immer natürlich angespannt, schon bevor ich dieses Let's Play jeden Part weitermache, weil ich muss ja erstmal die Siegel alle wieder finden. Das heißt, ich habe schon wieder ein paar Schocker hinter mir. Aber es geht einfach mal los. Sie ist direkt bei mir, ne? Ich habe aber 3 Fackeln mehr aufgespart. Und wenn ich da jetzt hingehe, bringt das nichts. Also werde ich jetzt mal quer zurücklaufen. Wuhu! Wo seid ihr alle? Moment.
Scheiße, sie hat die Fackel ausgemacht. Oh, wie blöd. Warte mal, ich glaube, ich muss genau auf die andere Seite. Oh, das war jetzt richtig gemein, ganz ehrlich. Nee, sie hat die Fackel noch an. Oh, gut. So, geh weg. Ich bin gut dran. Ich laufe mal einfach bis zum Ende. Hallo. Da ist der Raum, da ist der Raum, da ist der Raum. Oh, das sieht gut heute aus, das sieht gut heute aus. Komm, lauf, 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 lauf. Sie will mich natürlich abhalten. Nicht in den Raum. Du dumme Nuss. Nicht in den Raum. Rein mit dir. Yes, 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 yes. Was kann ich jetzt hier nehmen? Das da. Such brutality, corruption, and chaos. The curse grew stronger as time went on. With each year further tightening its grip, they built steel cages to contain its resolve. Enslavement, isolation, reckless abandon. The city would burn with hatred and fear. Okay, es wird ihr jetzt nicht gefallen, dass ich das Siegel habe. Und solange das Spiel nicht speichert... Ich kann ja gar nichts machen gerade. Ja, da passiert mir doch wieder was, ganz ehrlich. Ich habe das Siegel in der Hand. Das wird ihr nicht gefallen. Das wird ihr nicht gefallen. Boah, so weit bin ich noch nie gekommen. Warum speichert das Spiel nicht ab? Echt. Warum tut ihr mir das an? Sie kommt gleich wieder, ich weiß es ganz genau. Ich hab Angst. Ich muss nach links. Ich muss nach links, ich muss nach links, ich muss da lang. Ich hab die heilige Bibel in meinen Händen. Mir kann nichts mehr passieren. Ja, lauf einfach nur. Allein das Geräusch schon. Geh da einfach rein. Quetsch dich durch. Da ist er. Da ist er. Ich hab es. Ich hab es. Ja. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ja, ist mir jetzt egal, du Olle da hinten. Haha. Lebt. Ist schon mal gut. Und die Musik fängt wieder an. Die Musik hat schon lange nicht mehr angefangen. Die Methoden des Doktors sind zwar manchmal etwas unkonventionell, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Nicht nur, dass wir Fortschritte für die Wissenschaft erzielt und Leben gerettet haben, wir konnten diesen Drecksäcken auch mehrere Geständnisse entlocken. Die Taten, zu denen sie sich bekannt haben, machen mich krank. Ich kann nicht glauben, dass ich jemals an Mercer gezweifelt habe. Okay. Okay, ich habe ganz viele Leuchtstäbe. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt alles gefunden habe und was nicht. Guardians reflecting our fears, creating the illusion of control. Even I can identify with that. Mid Island, Penythrin Thierry, zu Händen Werther. Auf Anweisung von Dr. Mercer haben Werther die Krankenstation nicht zu betreten. Es sei denn, sie wurden gerufen. Beim Überstellen von Häftlingen oder von Patienten dürfen sich Werther vor den Türen der Krankenstation aufhalten, aber sie haben diese keinesfalls zu betreten. Es sei denn, sie werden ausdrücklich von Dr. Mercer dazu aufgefordert. Wärter, die sich nicht daran halten, werden auf der Stelle fristlos entlassen. Nur damit du weißt, Bescheid weißt, ne? Hier kann ich nicht rein. Kann ich da? Ah, da kann ich rein. Oh! Scheiße, sie war da. Looking
Was laberst du? That's it. The guards sometimes made the work easily accessible. 2. Dezember 1934. Die Gefangenen halten diese Haftanstalt für eine Art Witz. Und zwar deshalb, weil wir so viele Insassen haben, dass wir nicht wissen, wie wir sie unter Kontrolle halten sollen. Um ehrlich zu sein, sie haben nicht Unrecht. Nicht nur, dass man mir gesagt hat, wir hätten weniger als 500 Zeit, bis dieser Ort zugesperrt wird. Ich habe auch erfahren, dass wir die maximale Kapazität erreicht haben. Ich höre, wie sich einige der Wärter darüber unterhalten haben, bei Auseinandersetzungen nicht mehr einzuschreiten, damit sich unser kleines Überbevölkerungsproblem von selbst löst. Gilbert. Ich denke, das war das, was ich hier finden sollte. Ich will einfach nur, dass es speichert. Komme ich hier durch? Also durchquetschen. Hier ist keine Tür, die ich nehmen kann. Hier ist eine Tür, die ich nehmen kann. Society's needs come before the individual's needs. Da du neu in diesem Teil des Gefängnisses bist, wollte ich dir erklären, wie es hier abläuft. Vergewissere dich, dass Wärter bereitstehen, wenn du die Türen nach einem Verhör öffnest. Die Türen werden alle mit demselben elektrischen Schalter aktiviert. Echte Knauser, was? Und mach dir keine Sorgen wegen der Geräusche in den Rohrleitungen. Das sind keine Gespenster, sondern nur die Heizungsrohre, die hier durchlaufen. Das Wartungspersonal ist von Zeit zu Zeit hier, um die Ventile und Abdichtung zu kontrollieren. Willkommen bei den Profis, Junge. Mhm. Ach, da ist der Schalter. So, ich habe einen Schalter betätigt. Und jetzt? Was ist jetzt? Kann ich jetzt die Türen öffnen? Nope. Hier ist noch ein Schalter. Oh. Oh. Was hat sich jetzt geöffnet? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme. Komme ich hierher? Da sind die Türen schon offen, da komme ich doch her. Hier kann ich jetzt... Hier war ich doch noch nicht. Was ist das? Kannst du das zudrehen? Okay. Oh, ich habe mich erschreckt. Du kannst auf manche Objekte klettern. Hallo. Hallo. Bist so olle manchmal echt, Frau. Die schreit da immer noch rein. Was muss man denn noch erleben? 21. November 1934. Ich habe nicht getan, wofür ihr mich verdächtigt habt. Ich weiß, ich habe gestanden. Und wer hätte das nicht mit dem, was uns angetan wurde? Aber ich habe nie in meinem Leben jemandem wehgetan. Als ich hierher kam, war ich völlig klar, doch dieser Ort treibt mich in den Wahnsinn. Ich kann die Stimmen nicht mehr aus meinem Kopf vertreiben und es verlangt mir alles ab, Stücke nur aus der Wand zu reißen, anstatt aus meinem eigenen Gesicht. Wenn ihr das findet, bin ich entweder frei oder ertrunken. Was auch immer geschieht, ich hoffe, ihr schmort in der Hölle für das, was ihr mir angetan habt. Okay. Was soll ich jetzt hier wieder zurück? Oder was? Normalerweise leuchten die Sachen doch nur, wenn man... Ich will nicht sterben. Es hat immer noch nicht gespeichert. No. Nee, da passiert ihr ja was. Ich kletter hier rauf. Da steht sie ja schon wieder. Lass mich in Ruhe, Olle. Ich bin so weit gekommen. Du darfst mich nicht mehr töten. Mir darf nichts passieren. Ich muss das hier jetzt schaffen. Ich muss einfach. Ist da noch was drinne? Verdammt. Ist hier noch was drinne? Warum? Was ist das für ein Loch? Onward and upward, my dear. We have so much to see and so little time between us. Da leuchten noch wieder so Sachen. Okay, da sah aber alles noch sauber und ordentlich aus. Und noch eins.
Ein Bild mit einem Haken. Super. Super. Ich rall nicht so richtig, was die von mir wollen. Wie kann ich wieder lang? Oder ich laufe einfach so. Hier komme ich ja gar nicht mehr zurück. Was mache ich jetzt? Ach, da kann ich ja noch... Da liegt ja doch noch was. Ich war hier doch noch nicht. Ich blicke hier gar nicht mehr durch, ey. Ich bin auch total angespannt. I can barely see. Ich kann kaum was sehen. Du kannst genug sehen, um den Brief zu lesen. Hey, Baxter. Die Jungs und ich genehmigen uns nach Schichtende ein Bier. Tu mir einen Gefallen und sieh nach Häftling 20 für mich, ja? Er hat den ganzen Tag verrückt gespielt. Vielleicht kannst du ihm beibringen, das Maul zu halten. Keine Sorge, wir machen es alle. Jeder muss mal Dampf ablassen. Wenn du Feierabend machst, komm, schließ dich uns an. Das Bier geht auf mich. Raymond. Yay! Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch keine Relikte mehr finden und nichts. Jetzt bin ich schon wieder rumgelaufen hier, sinnlos. Schitte. Ich bin aber super froh, dass wir gerade weitergekommen sind. Und was man ja einmal geschafft hat, schafft man bestimmt nochmal. Kann ich hier irgendwo hinklettern, oder? Is there anybody in there? Ist doch alles vergast. Nee, sie muss weg da. Nee, sie kriegt voll den Schaden da drin, ne? Das ist nicht gut. Ist das da vorne noch eine Tür, die ich nicht aufgemacht habe? Nee, das ist ein Fenster. Hä, was soll ich denn dann machen? Irgendwas muss ich übersehen haben. Die springt doch nicht da runter, oder? Och, ich soll in die dunkle Höhle. Spieldaten werden gespeichert, Spieldaten werden gespeichert. Yippie, 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 ich muss es nicht machen. Nochmal. Mid Island Hospital Maintenance Report. Datum 24. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandwell gewartet. Stromversorgung im zweiten Stock nicht gewartet. Während der Reparatur eines Waschbeckens im zweiten Stock begannen die Lichter auf dem gesamten Stockwerk zu flackern, bis sie ausfielen. Die Schutzschalter schienen in Ordnung zu sein. Kurz danach gingen die Lichter von selbst wieder an. Muss die alten Wartungsberichte durchgehen und sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Da hängt noch ein Relikt. Mid Island Hospital und so weiter. Datum 27. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandoval. Gewartet. Flackernde Lichter am zweiten Stock. Ich habe in den Tunnel nach dem Grund für das Flackern gesucht. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Problem mit den alten Stromleitungen handelt. Allerdings konnte ich keine gründliche Inspektion durchführen. Ich bin über die Docks eingestiegen, habe aber die Nacht hauptsächlich damit zugebracht, unter der Einrichtung herumzuirren. Ich habe Steine und Müll zusammengetragen, um mir zu helfen, wieder zurückzufinden. Aber als ich hinaus wollte, befanden sie sich entweder an anderen Stellen oder sind ganz verschwunden. Ich werde später zurückkommen, um den Job zu erledigen. Bin auf dem Weg an die Oberfläche. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Da der Part zu Ende ist und ich hier am Anfang des nächsten Levels bin und dann kann ich hier direkt wieder losstarten. Vielen Dank fürs Reinschauen, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann! Ich glaube, es geht wieder los. Wo ist das Ding? Da ist sie doch. Da. Oh, please, God. Make it stop. Hell hath no fury like a woman scorned.
and you've managed to scorn them all. Ich weiß nicht, wer der Typ ist, aber der ist mir nicht geheuer. Der schickt uns doch hier noch rein in die Hölle. Und wir sind ja auch nur irgendwie hier aufgewacht. Keine Ahnung, was sie hier überhaupt macht alleine. Das erfahren wir die nächsten Male. Bis dann.